Wir stehen hier am Ende der Autobahn in Zürich, denn heute geht es um Autos. Und bei Autos ist etwas ganz Interessantes passiert. Wir erstellen jedes Jahr eine Rangliste der besten Geschäftsführer in Deutschland. Und als ich diese Rangliste mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diskutiert hatte, hat mich der Journalist etwas ganz Interessantes gefragt. Er hat mich gefragt, warum gibt es keine Automobilhersteller auf ihrer CEO-Rangliste? Und das hat mich auch überrascht. Nun bin ich kein Automobilspezialist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass sie in Deutschland erstens einmal einen Dieselskandal hatten, dann ist die Sharing Economy eher fokussiert auf kleinere Wagen und schließlich haben sie den Zug bezüglich elektrischer Mobilität komplett verpasst. Es ist also gut möglich, dass die deutschen Vorstände von Autoherstellern in einer sehr schwierigen Phase sind. Und was macht dann der Markt? Er senkt die Preise. Heute geht es der Automobilindustrie am deutschen Aktienmarkt sehr schlecht. Als ich dann auf der Obermatt Top 10 Liste den Automobilzulieferer Hell entdeckte, wurde ich hellhörig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wissen das vielleicht nicht, aber die Autos, die Sie hier sehen, die werden eigentlich nicht von den Autoherstellern gemacht, sondern von Zulieferanten, Automobilzulieferern. Die Hersteller, die fügen Sie nur noch zusammen. Deshalb ist ein Automobilzulieferer gerade so interessant wie auch der Hersteller selbst. Ich habe nun Hella genauer angeschaut und mir überlegt, ob die Probleme der deutschen Automobilindustrie auch auf Hella zutreffen. Und freudig festgestellt, dass sie etwas ganz anderes machen. Sie machen zum Beispiel Scheinwerfer. Sie waren die Ersten, die den linken Scheinwerfer anders machten als den rechten. Denn der linke Scheinwerfer darf den gegenüberkommenden, entgegenkommenden Wagen nicht blenden. Und der rechte Scheinwerfer soll die Grenze der Straße möglichst gut ausleuchten. Sehr intelligent. Sie machen auch noch Sicherheitssysteme. Und sowohl Licht wie Sicherheit braucht man in allen Autotypen. Auch in den elektrischen und auch in den kleinen. Die Probleme der deutschen Autoindustrie treffen auf Hella also nicht zu. Und was sie neu machen, ist sogar ein Leitsystem für autonomes Fahren. Und wenn sie selber nicht mehr am Steuer sitzen, dann verlassen sie sich gerne auf deutsche Qualität. Ich zumindest. Für mich war das Grund genug, Hella zu kaufen. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.